Letzten Part von Mario Kart Wii konnten wir viel reißen, haben sogar den ersten Platz abgestaut. Und jetzt möchte ich mit euch einen neuen Cup angehen. Wir spielen das Ganze mit Funky Kong. Denn das ist schon ein sehr cooler Charakter, wie ich finde. Diesmal mal wieder mit einem Bike. Und wir nehmen. Der Soundtrack ist ja auch legendär. Ja doch, wir nehmen das. Das finde ich doch am besten. So, und zwar ist heute der Bananencup dran. Ich habe auch hier die bestmögliche Leistung. Also natürlich, man kann 3 Sterne kriegen. Ich habe jetzt hier 2. Irgendwann war halt dann auch bei mir Schluss. Weil es ist sehr schwer, da 3 Sterne zu kriegen. Sobertland auf den N64. Also Mario Kart 64. Übrigens einmal pro Part lasse ich auch das Intro laufen, weil es halt schon ja doch sehr sehenswürdig ist. Gab es damals nicht, ne? Also ich glaube in Mario Kart Wii wurde das erstmals eingeführt. In Mario Kart 64 war ja nur ich freue mich auch übrigens schon sehr auf das Let's Play. Ach komm schon. Übrigens ein weiterer Grund, warum ich mich für dieses Bike entschieden habe, ist, weil es nach außen driftend ist und schneller wieder aufholt, wenn man also getroffen wird. Bei den anderen Bikes, das sieht zwar cooler aus und ist auch schneller, hat aber dafür wesentlich mehr Damage. Also wenn man davon getroffen wird, braucht man gute 5 Sekunden länger, um wieder sein normales Tempo zu erreichen. Und das ist natürlich in einem Funracer schon sehr wichtig zu beachten. Na, crap. Yes, Goldpilz. Nein! Boah, ich habe kurz gedacht, man verliert ja auch sein Goldpilz, aber ist Gott sei Dank nicht der Fall. Aber der Stern, der hätte mich auch beinahe getroffen. Oh, WTF. Hier geht's aber ziemlich ab, ey. Holy shit. Ach ja. Hoja! Funky Kong habe ich hier auch, glaube ich. Nee. Nee, Quatsch. Nein, ich wollte Scheiße labern. Ich habe Funky, oh, geiler Treffer. Ich habe Funky Kong das erste Mal in Donkey Kong 64 gesehen. Da war er nämlich so ein, ich glaube, Itemverkäufer. Ne? Wow, der war aber gemeiner Treffer. Erstmal schön, dass Bingo und Baby abgeknallt läuft. Und zwar hatte der nämlich so eine Box oder so ein Fass, glaube ich. Und da konnte man rein und da konnte man da irgendwas kaufen. Ich habe Donkey Kong 64 persönlich sehr selten gespielt. Oh, geil. Also alles weiß ich nicht mehr. Ist aber doch ein sehr schönes Spiel. Verdient mindestens eine Let's Show. Gott, lernt Deutsch. Let's Play bin ich mir noch nicht sicher. Kann sein. Weiß ich noch nicht. Ich denke mal, kann man mal drüber reden. Aber vorerst ist es nicht geplant. Aber eine Let's Show, wenn es kein Let's Play gibt, verdient es auf jeden Fall eine Let's Show. Weil es nicht ohne Witz ist. Es ist wirklich ein legendäres Spiel. Und ja, auf jeden Fall eines oder sogar das beste Donkey Kong Spiel aller Zeiten. Leider auch das letzte in 3D-Modus. Also dann gab es ja nur noch die Country-Teile. Also nach Donkey Kong 64 kam ja dann 2010 Donkey Kong Country Returns für die Wii. Dann 2014 kam Tropical Freeze für die Wii U. Und dann jetzt 2018 wieder Tropical Freeze für die Switch. Auch natürlich ein 2D-Game, ne? Ist ja klar. Aber ich hoffe wirklich, dass wir nochmal ein 3D-Donkey Kong bekommen. Weil es halt schon schön. Oder Donkey Kong, allein mal die 3D-Welt von Donkey Kong zu sehen in HD, wäre halt schon mega geil, ne? Oha, ganz schön lange für die Strecke. Mein, oh Mann, diese scheiß Erkältung. Ich hoffe, die geht bald. Zeigeist Strand, yo. Oh, sehr schöne Strecke. Schön am Strand. Stellt euch das mal auf der Switch vor, ne? Die Strecke hätte ich übrigens auch sehr gefeiert, wenn die ein Remake bekommen hätte. Ich hoffe ja wirklich, dass Deluxe noch ein paar DLCs bekommen wird. Heißt also mit neuen Strecken und Charakteren. Glaube ich persönlich nicht dran. Aber man kann ja hoffen. Wäre doch sehr schön, oder? Ich meine, Mario Kart 9 wird natürlich auch mal noch sehr lange dauern, bis es rauskommen wird. Also 2018 und 19 brauchen wir da nichts erwarten. Ich denke mal so eher, wenn überhaupt, 2021. Leider.
wenn wir es überhaupt noch auf der Switch sehen. Denn es gab ja, also es gibt pro Nintendo-Konsole immer nur ein Mario Kart, und da wir ja schon eins bekommen haben, ja, kann man das durchaus von ausgehen, dass wir vielleicht Mario Kart 9 auf der nächsten Nintendo-Konsole sehen. Was doch übelst lange wäre, also ich hoffe nicht. Also ich hoffe, wir bekommen ein neues Mario Kart noch auf der Switch. Würde ich auf jeden Fall mega feiern. Mario Party, Mario Kart und neues 3D Mario und neues Mario Bros. Feiere ich zu Tode. Also wirklich, das sind so die Titel, mit denen Nintendo mich immer dran kriegt. Oder auch Mario Tennis. Das feiere ich auch total. Ja, apropos Mario Party. Ich habe es, glaube ich, schon oft gesagt im letzten Let's Play. Aber ich sage es gerne wieder. Ich hoffe wirklich, dass wir noch ein neues Mario Party 2018 bekommen. Dass wir eine Mario Party bekommen, ist sowieso safe. Die Switch bietet sich eigentlich, nicht eigentlich, sondern perfekt dafür an. Wann wir allerdings mit Mario Party 11 rechnen können, ja, das weiß ich nicht. Das weiß nur Nintendo. Wenn es überhaupt in Planung ist, ne? Das weiß ja auch keiner. Ich hoffe es. Please. Das wäre auf jeden Fall so einer der Highlights 2018 dann, wenn Mario Party 11 kommen würde. Schade, jetzt habe ich hier auf den Pilz gehofft. Oh lol. LOL! Ich konnte doch noch den ersten Platz regeln. Uhuhuhu. Genau, Funky Kong. Geiler Scheiß. Nächstes Rennen. Blip, 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 blip. Die Wii U. Ach Quatsch, die Wii rattert. DS Specialo Delfino aus dem Nintendo DS. Auch geile Strecke. Wo ich sie besser fände, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt. Müsste ich mich jetzt entscheiden, würde ich aber dann doch eher den DS wählen. Weil da fand ich das persönlich irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich würde sagen, Mario Kart DS hat da die bessere Strecke. So. Nicht den Toad berühren. Ah, netter Versuch. Denn der hat eine Wolke, wenn wir ihn jetzt berühren würden, heißt also egal, dank dem Gegner oder halt anstupsen, um zu überholen. Ah, ja gut, das war ja schlau von mir. Würden wir die Wolke bekommen und wir würden Schaden fressen statt er. Das wollen wir natürlich nicht. So. Nimm das. Schon wieder eine in der Wolke. Die ist wohl sehr verbreitet hier. Oh, eine Bombe. Schön nach hinten schmeißen. Yes. Und zwei Leute getroffen damit. Geiler Shit. Ich glaube, erstmals wurde hier auch der Rückspiegel erfunden, der ja doch heutzutage in jedem Mario Kart verfügbar ist. Gott sei Dank, weil der ist irgendwie schon sehr wichtig. Jetzt nicht überdimensional wichtig, aber schon wichtig. Ah, kein Item. Sorry. Mal. Als ob die das immer timen können, ne? Das ist auch ein bisschen fragwürdig immer. Mama mia. Oh, jetzt kriegt ich dem Kugelwilli einen ab. Ja, das wusste ich ja. Aha, aha. Damit. Komm, gib mir ein gescheites Item. Ja, das ist gut. Das ist gut. Ich hätte mich zwar mehr über einen Kugelwilli gefreut, aber der ist auch gut. Hm, komm schon. Regel hier war, hau nicht immer so oft gegen die Ladenstände. Mann. Hier ist Powerblock. Und das als zweites. Oh. Oh, da hat er mich vernichtet. Ich war nämlich gerade Zweiter. Allerdings hat er sie die Banane so geschickt platziert, dass ich so ausgerutscht bin und direkt in den Abgrund gefallen bin. Das ist natürlich ärgerlich für mich, aber gut für ihn oder sie. Mein Gott, die Strecken werden echt immer länger, ne? Oder meine ich das so? Mario Kart Wii habe ich zuletzt übrigens auch irgendwann Anfang 2017 irgendwann gespielt. Also schon eine Weile her. Kann man aber ab und zu mal reinlegen mit einem Kumpel oder Freundin. Macht ganz schön viel Fun hier, das Ganze. Wenn man mal gesättigt ist von Mario Kart 8 oder Mario Kart 8 Deluxe, kann man hier mal das gute alte Retro-Feeling mal einlegen. Ist natürlich nicht mal zu vergleichen mit der Switch-Version. Ja, aber ist auch klar, ich meine, das hier ist 2008, das andere 2017. Sind gut 9 Jahre. Ist ja klar, dass da einiges was abgeht, ne, mit Sachen Technik. So, und erneut gewonnen. Sehr schön. Ja, wow.
eindeutig die längste Strecke bisher im Let's Play. Das sieht man übrigens immer an den Zeitlimit. Also da läuft keine Zeit, aber wenn man das geschafft hat, dann steht da eine Zeit. Also nach dem Rennen. Dieser Hund. Dieser verbleite Hund. Ich weiß gar nicht, wirklich nicht, warum die jetzt wieder bellen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hören sie wieder irgendwie einen Nachbar oder so. Ah. Willow, hatte der Rote mich anvisiert? Wenn ja, hat er mich nicht getroffen. Yes. Stunts wurden hier erstmals auch eingeführt. Die gab es in keinem anderen Mario Kart zuvor. Die wurden hier erstmals erfunden. Und sind aus heutiger Sicht zumindest bei mir gar nicht mehr wegzudenken. Ah, scheiße. War schon so eine geile Erfindung. Finde ich persönlich noch besser als den Rückspiegel. Dieser Scheißköter, ey, der riecht mich so auf. Ich liebe meine Hunde wirklich, aber wenn sie sowas tun in der Aufnahme, da könnte ich schon mal so austicken, ne? Aber ja. So, Pilze. Hier können wir ein bisschen was regeln. Fahr doch halt! Immer gegen die Scheißbande. Mann! Diese Streifen gab es übrigens nicht mehr. Die kamen auch nirgendwo mehr vor. Also diese komischen blauen Pfeile, die zeige ich euch gleich nochmal. Da fahren wir nämlich jetzt drauf zu. Da, die da vorne, direkt geradeaus vor mir. Hier, die. Ich fahre mal kurz drauf. Sowas meine ich. Die gab es auch nur hier, in Mario Kart Wii. Warum sie gestrichen wurden, weiß ich nicht. Ich finde sie doch sehr geil, gerade um aufzuholen. Auch wenn man das natürlich nicht übertreiben sollte, weil das sind natürlich auch ein bisschen Zeit. Aber nur ein paar Sekunden. Kurz bremsen. Und jetzt regeln wir das Ganze hier. Ja. So. Mann, dieser Scheißblitz. Das gibt's schon nicht. Di-di-di-di-di. Komm schon, komm schon, komm schon. Wenigstens Dritter. Das muss ja wohl drin sein. Jetzt Mütze. Mütze. Stachy, by the way. Ich stelle jetzt, wie gesagt, Mütze. Echt heißt das Stachy. Boah, geiler Hit. Kindheitsangewöhnungen. Dieser scheiß Piranha. Die hat mich jetzt vernichtet. Oh, noch eine Mütze. Die könnte es regeln. Die könnte es regeln. Na gut. Wenn man so viel. Oh, wobei. Ja, gut. Jetzt habe ich es versaut. Weil er nicht gedriftet hat. Ah, damit. Ja, okay. Zweiter Platz ist okay. Ist okay. Und im nächsten Part machen wir dann einen weiteren Cup. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann und ciao.